Und zu einem neuen Video von Final Fantasy acht. Wenn ich es so mache, kann ich hier schlagen und da schlagen. Wenn ich die Karte umdrehe, hat er das. Außer macht das und ist doof. Aber dann kann er mich so schlagen. Fuck denn, ey. Die scheiß Sexy wird mir das Genick brechen. Der ist doof. Ich hab gewonnen. Danke. Dreimal spiele ich noch. Habe ich die schon. Wo ist die? Sind die jetzt einmal da? Thank you.
Du bist doch, wir haben zusammen getanzt. Bist du etwa ein Seed? Andi, ich bin der Anführer. Andi und da warten noch zwei andere. Die Seeds sind gekommen. Bleib locker. Ich bin wirklich froh darüber. Ich habe den Auftrag schon vor Ewigkeit an den Garten geschickt. Ein Glück, dass ich direkt mit Direktor Sieg gesprochen habe. Verstehe. Du hast während der Feier unseren Direktor gesucht. Kennst du Sifu? Ja. Er ist derjenige, der mir vorgestellt hat. Mein Direktor ist wirklich nett. Ich dachte, dass die Seeds unserer armen Gruppe nicht antworten. Aber als ich mit dem Direktor sprach, war er sofort für uns. Hier seid, können wir nun sämtliche Pläne durchführen. Geh jetzt wieder runter. Okay, lass uns los. Ist er auch da? Mehr. Sifu. Nein, er ist kein Seed. Ach so.
Ach ja, ich heiße. Ich weiß nicht, was ins Kleine schreiben, ja, egal. Dann kann ich, sieht sonst, es konnte ja sein, dass wir während einer Session bei einem Tanz konzentrieren müssen. Wir sind eben auf alles vorbereitet. Gehört also für dich bloß mit zum Job. Da war es. Weiß was. Ich will sie dir vorstellen. Das ist meine Partnerin, ihr Name ist Donna. Das ist Donna. Das ist Donna mit Doppel-N oder mit einem A? Egal. Alles kann. Und Donna. Dann schaust du mir von Donna Schützer tätigen. Der vierte Fenster erscheint eine Liste der Spezialtätigen, die Donna lernen kann.
beiden gleich zeigt, wie weit der Lernprozess vorangeschritten ist. Wenn ein Balken voll ist, bedeutet das, dass der Hund diese Technik beherrscht. Wenn ein Gegner noch nicht voll ist, heißt das, dass der Hund diese Technik noch nicht lernen muss. Neue Spezialtechnik zu lernen, muss die Technik ausgewählt und mit X bestätigt werden. Willst du noch herumzulaufen, damit Donner die Technik erlernt. Wenn dabei eine Technik angewählt wird, die schon erlernt worden ist, erscheint beim Verlassen dieses Menüs eine Warnung. Wenn Technik noch zu erlernen sind, sollte man sie anklicken. Welche Techniken erlernt werden können, erfährt man beim Lesen der Zeitschrift Mein Hund. Nach der Lektüre dieses Heftes sollte man immer das Menü überprüfen. So viel zur Spezialtechnik von Martina. Siehst du, ich muss jetzt etwas Wichtiges erledigen. Sei so brav, Donner. Ich gehe schon mal vor. Also steige doch besser. Und die Zähne. Und sei Vieh. Schön, euch kennenzulernen. Warte, hierher. So, hört mir bitte zu. Die nächste Saison ist extrem wichtig.
Der Name Waldeule wird auf der letzten Seite von der Unabhängigkeitserklärung stehen. Aufregend, was? Alles hing damit an, dass wir das Geheimdokument aus Geibeln bekamen, was ich habe besorgt. Es war die Rede davon, dass ein Super VIP Timber besuchen soll. Super VIP. Es ist Galbadia Präsident. Der Honold Winston Deling ist Prinzess von den Gabanischen gehasst. Er ist im Grunde ein Diktator. Deling wird mit dem Sonderzug aus der Hauptstadt hierher fahren. Wir haben vor, diesen Zug mit einem Raketenwerfer in den Duft zu jagen. Nein, so was Brutales nicht. Ja, was jetzt? Erzähl mal ein bisschen genauer. Was sollen wir mal anfangen? Ich werde anhand dieses Modells erklären. Der gelbe Zug ist unsere Eule. Und das ist die nachgebaute Attrappe. Hier unten von links nach rechts der Triebwagen und der Wachwaggon. Der Präsident sitzt im Roden. Der letzte ist der Wachwaggon. Zunächst springen wir hier rüber. Unser Hauptziel ist es, die Attrappe mit dem Präsidentwaggon auszutauschen. Anschließend werden wir die Linksamtwaggon mit der Eule entführen. Dazu müssen wir die zwei Weichen an insgesamt zwei Punkten umschalten. Ah, der Terrorz. Nicht der Rotz. Das ist doch der größte Bullritt. Wir haben die gesamte Mission in 7 Arbeitsschritte aufgeteilt. Martina, dazu müssen wir von der Trappe zu Wache 2 hinüberspringen. In der Wache 2 befinden sich Soldaten mit Sensoren. Da war wohl ein Technikfreak am Werk. Wie man an den Sensoren ausweicht, erzähle ich dir später. Bis du zum Präsidenten voranfischen. Auf den Präsidenten kannst du normal laufen. Gelegen heißt nur deine Technik, daher hat niemand in seiner Nähe solche Geräte.
zu essen, weil wir schaffen sollten. Ja. Der macht es bumm. Ganz genau, da müssen wir uns sein. Über die Trennung erzähle ich später. Oh, sag ich, das ist so ein. Ich weiß nicht was. Rotz. Nach der Abtrennung fahren Altrappe und die Eule hinein, wenn alles glatt läuft. Werden Altrappe und Eule dazwischen geklemmt. Danach fahren alle Waggons in einer Reihe. Jetzt die Kopplung. Das ist die zweite Abtrennung. Es läuft genau wie beim ersten Mal. Nach der Trennung werden Eule und Präsident wegfahren. Wenn alles klappt, werden nun Eule und Präsident ausgeklinkt. Danach können wir uns auf das Meeting mit dem Präsident vorbereiten. Für diese 7 Ausschritte haben wir ca. 5 Minuten. Oh nee. Mach doch Punkt, Punkt, Punkt. Wie schon heißt, ich scheiß jemanden. Sind wir wahrscheinlich tot. Vergiss das, bin ich. 5 Minuten reicht das. Wir haben simuliert. Und nur 3 Minuten dafür gebraucht. Ihr seht, es müsst ihr schaffen. Ja, das geht locker. So, über den Sensor von Wahrzeug 2 wird euch was erzählen. Die Sonnen verwenden zwei Arten von Sensor, den Geräusch- und den Temperatursensor. Der Geräuschsensor reagiert auf G- bzw. Laufgeräusche. Den benutzt der blaue Soldat. Der Temperatursensor reagiert dann, wenn jemand auf einer Stelle stehen bleibt. Den besitzt der rote Soldat. Wenn sie die aufmachen, tasten Sie die Umgebung ab. Müsst aber nur auf die Fenster direkt unter euch aufpassen, da die Reichweiten sehr klein sind. Und hier werde ich nicht erwischt. Beim blauen Geräuschsensor stoppt, beim roten Temperatursensor weiter. Wenn Jalousie unter euch aufgeht, müsst ihr einfach dementsprechend handeln. So viel zum Thema Sensor. Und nun zum Thema Abtrennung der Waggons. Frage, wie soll ich die Kupplung während der Fahrt trennen? Normalerweise kann man die Kupplung während der Fahrt nicht trennen, aber wenn wir das System umgehen, geht's. Sobald die Kupplung getrennt wird, lösen sich die Waggons von allein. Dazu müssen wir einige Codes per Hand eingeben. Oh, ich sage, das ist ein Schrott. Das habe ich schon damals PlayStation 1 gehasst. Wir haben euch die Codes. Tabelle Diab Martina. Ich werde die Codes durchsagen. Eingabe der Codes übernimmt Anführer Andi. So Andi, hör mir bitte gut zu. Ein Code besteht aus 4 Zahlen zwischen 1 und 4, wie zum Beispiel 2, 3, 4, 1. Auf der Tafel, die du bedienst, befinden sich 4 Tasten. Um die Zahlen einzugeben, musst du in der Code 3, 1, 2, 4 lautet. Musst du 4 greifen, ist X und 3 drücken, dann ist die Eingabe komplett. Hier ist eine schnelle und präsente Eingabe nötig für einen Code. Hast du 5 Sekunden. Boah, Alter.
Wenn du das nicht schaffst, wird der Code geändert und die bisherigen Eingaben werden alle ungültig. Wenn die Eingabe erfolgt ist, wird der Strom abgeschaltet. Daraufhin lösen sich die Waggons, dann musst du ein bisschen warten, bis die Weichen umgestellt sind. Diesen Vorgang macht ihr zweimal, da sollt ihr die verbleibende Zeit gut abschätzen. Wollen wir das einmal probieren? Oh. Ich will dir gleich loslegen. Du musst es dreimal schaffen, mit Alans kannst du abbrechen. Okay. Was wie ist so gut? Eins, drei, zwei, vier. Eins, drei, zwei, vier. Zwei, drei, vier. Was denn? 44, 31, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh! 13, 11. 1. Oh, Mann. 34, 24. 34. 24. Wie sieht's aus? Nachher hast du auch ein Zeitlimit. Vergiss das nicht. So, Ende der Besprechung. Ist eigentlich egal, aber warum sieht das Modell des präsenten Waggons so unfertig aus? Die anderen Modelle haben wir gekauft, aber den präsenten Waggon hat Martina gebastelt. Jetzt verstehe ich. Ich habe mich auch gefragt, warum er so ätzend aussieht. Hm, stimmt. Eigentlich. Hahaha, ha, ha, sehr witzig. Das war Absicht. Absicht. Mein Hass auf den Ding hat sich in dieser Form gezeigt. Ah, Hass. So, so. Du hast ihn wirklich so sehr, dass du das Modell sehr versaut hast. Verstehe. So, so. Interessant. Das ist doch egal, Ende der Besprechung. Oder Zeit. Nochmal bitte, nee, danke. Jetzt bilden wir die Truppe. Ich sammle Informationen. Oh Mann. Sie fährt los, ich gehe mal kurz gucken. Sagt was für seid, wenn ihr bereit seid. Lasst euch aber bitte nicht zu viel Zeit. Nee, ich muss mal kurz speichern. Das muss ich kurz speichern. Wollt ihr sagen, ja. Das war's dann danach mit dem Video. Okay, das war's dann. Bis zum nächsten Mal.